So, hallo meine herzliebsten Sojasprösschen. So, ich bin gerade ein bisschen angepisst, möchte ich nicht sagen. Aber doch ein bisschen. Hat schon zwei also jetzt schon zwei Aufnahmen gemacht. Beides Mal wurde das Mikrofon nicht aktiviert. Wieso auch immer. Und ich konnte alles in die Tonne treten, weil ich nicht nachsynchronisieren wollte. Ja, ihr seht, ich nehme wieder einmal nach langer, langer Zeit mit Facecam auf. Mit dem Hintergrund, den man aus meinen oder aus meinem einem Gitarrenvideo von mir kennt. Das andere gibt es ja nicht mehr. Ja, wir spielen wieder World of Warcraft. Ich dachte mir, ich laber einfach ein bisschen vor mich hin. Denn ich habe ein bisschen die Fronten gewechselt. Nein. Ich bleibe natürlich trotzdem irgendwie der Horde treu, aber auf dem Realm Nethersturm spiele ich nun eine Draenei-Todesritter-Dame. Ja, was mal so. Ritterin klingt so doof. Naja, jedenfalls. Ja, wie kommt das? Ja, ganz einfach. Legion steht quasi vor der Tür. Hier sieht man, ich habe so ein gutes Gebamsel noch in den Haaren. Legion steht ja quasi vor der Tür. Der Dämonenjäger benötigt Stufe 70er Charakter am Realm, damit man ihn spielen kann. Ja. Und da ich gerne mit einem Freund von mir zusammen spielen möchte, der auch im Nethersturm spielt, die Landseite habe ich mir jetzt halt kurzerhand eine Draenei Todesritter-Dame gemacht. Oh, Fenschreiter-Tentakel. Ja, Todesritter wollte ich schon immer mal hochspielen. Jetzt habe ich die Gelegenheit dazu. Ist ja noch relativ schnell auf dem und dem Level, das man braucht. So, jetzt nochmal hier, ne? Mein Illidari-Mount. Ja, der Digital Deluxe Version von World of Warcraft Legion. Die Box muss ich mir jetzt nochmal holen. Ja. Und wollte ich dann noch so. Ja, und jetzt könnte ich noch zu den Rassen was erzählen, weil ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Ins Leere. Nee, Todesritter einfach deswegen. Wollte ich halt immer mal spielen. Sieht auch bei den Draenei ziemlich gut aus, finde ich. Und Draenei sind sowieso die Rasse bei der Allianz, die ich noch am hübschesten finde, so. Ich gucke ja auch mal sehr viel auf das Aussehen Ich muss näher ran. von den Kreaturen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, können halt leider kein Hexer oder Schurke werden, also ist es jetzt der Todesritter geworden. Wie gesagt, wollte ich sowieso noch mal hochspielen, mal gucken, wie der so auf Stufe 100 ist. Was man damit so reißen kann. Das ist zu weit entfernt. Wenn es so um Solo-Raids geht, Cutter oder sowas. Ja. Was da alles so drin ist. Und ansonsten, ja, bin ich mir mal überlegen, ob ich mir wieder irgendeinen Farbenguide überlege. So wie ein Froschstoffguide, der mittlerweile auch schon recht oft geguckt wurde. Das heißt oft, so oft jetzt nicht, aber wenn ich mir anschaue, wie oft andere Videos von mir geschaut werden, dann wurde der doch schon öfters geguckt. Und ja, was soll ich da sonst noch zu sagen? Genau, was ich noch gesagt hatte, ich bin immer überlegen, ob ich mit einem Freund von mir zusammen, ja, Minecraft spiele. Ja, weil alleine macht auf Dauer nicht ganz so viel Spaß und ja. Minecraft geht eigentlich immer, macht ja auch jeder, deswegen stört es mich ein kleines bisschen. Hallo Kamera. Ja, aber naja, ich habe ja trotzdem eigentlich Spaß an Minecraft und von daher ist das schon irgendwie okay. Und dann würde ich auch auf unserem Server mal wieder was machen. Ja.
Und nun aufwärts. Wie viele Quests habe ich denn jetzt hier schon so? Kann ich hier mal den Verlauf anzeigen lassen noch? Ja, ich möchte in den Gebieten ab. Das Glück sei mit euch. Das ist, naja, hier bei dem Crusade. Gerne die Erfolge für die Quests haben. So sinnlos das auch erscheinen mag. Ja, und ansonsten gibt's da gar nichts mehr zu sagen. Und ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Gelaber irgendwie gefallen hat, lasst einen Daumen, Kommentar, sonst was da. Sonst schreibt mir drunter, ich habe zu viel gelabert oder sonst irgendwas. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.